Unser erster Vlog aus Melbourne. Juhu, wir haben es endlich geschafft. Oh, ja, genau, zu vloggen. wir sind ziemlich, ja, jetzt freuen wir uns super mega riesig, aber den letzten Tagen waren wir echt schlecht gelaunt, weil dieses Autothema gar nicht so einfach war, wie wir gedacht haben. Dieses Autothema, das haben wir noch gerne erzählt. Wir wollten ein Auto kaufen, haben jetzt tagelang in Melbourne verbracht und jeden Tag 3 oder 4 Autos angeguckt und dann war halt nie was dabei und abends haben wir dann immer wieder Termine ausgemacht für den nächsten Tag, dass wir da halt wieder unterwegs sind. Zwischendrin haben wir uns mal immer wieder ein bisschen Melbourne angeguckt, aber ja, wir haben schon sau viel gesehen und wir waren in der ganzen Stadt unterwegs. Und gestern Abend haben wir endlich ein Auto gefunden und haben es gleich gekauft. Es war um 8 oder 8:30 und haben gleich ausgemacht, dass wir es heute Morgen jetzt abholen. Und jetzt sind wir gerade aufgestanden und jetzt fahren wir direkt los. Wir haben auch ein ganz schönes Hostel gefunden, nur ein 4-Bettzimmer und sind eigentlich überwiegend alleine. Und wir packen jetzt unsere Sachen. Und wir haben gestern noch mal schnell gewaschen hier und auch eigentlich getrocknet, aber der Trockner hat irgendwie gar nicht funktioniert. Deswegen haben wir hier ringsrum ums Bett alles aufgehängt. Es ist jetzt nicht mehr weit bis zu unserem neuen Auto. Ich bin gerade unterwegs und von unserem Hostel bis zur aktuellen Besitzerin, zur Verkäuferin, sind es irgendwie nicht ganz 4 Kilometer. Unterwegs habe ich jetzt gerade diese Blüten hier auf dem Boden gefunden. Und da habe ich mir gedacht, die Janina hat schon lange keine Blumen mehr von mir bekommen. Jetzt habe ich ein paar von denen gesammelt. Und damit werde ich dann gleich das Auto dekorieren, bevor ich sie damit abhole. Der Marco ist jetzt auf dem Weg, das Auto abholen. Und ich bin jetzt noch im Hostel, packe die restlichen Sachen zusammen, check aus und ja, mache sonstige Sachen noch. Und dann treffen wir uns gleich und er holt mich gleich ab. Wir sind die Strecke gestern ja schon mal gelaufen, als wir uns das Auto angeguckt haben. Da läuft man hier durch den Botanischen Garten, das ist so richtig schön. Tolle Grünflächen, schöne Bäume. Dann hier ist auch irgendwie so ein griechisches Gebäude. Richtig cool gemacht. Und es war ein weiter Weg, bis wir uns jetzt endlich für ein Auto entscheiden konnten, beziehungsweise bis wir eins gefunden haben, was zu uns gepasst hat, weil davor, wir hatten ein Auto, das hatte quasi einen Motorschaden, wollte uns einer verkaufen, hat uns das nicht gesagt, wir haben es glücklicherweise rausgefunden. Einen anderen Van, den wir kaufen wollten, der hatte krassen Ölverlust, das haben wir erst über eine Werkstatt rausgefunden. Also das ging dann wohl auch, oder wäre in die Tausende Dollar gegangen, um das zu reparieren, das wollten wir natürlich auch nicht. Dann hatten wir einen Mercedes Vito angeguckt, so ein kleiner Sprinter oder wie man die Dinger nennt. Und der war auch schon ausgebaut als Campervan. War soweit auch in Ordnung, aber es waren alle Türgriffe abgebrochen. Die Schlösser haben nicht funktioniert. Gerade ist der Akku von der Kamera hier ausgegangen, deshalb bin ich mal eben aufs Handy umgestiegen. Und ja, wie gesagt, es waren alle Hebel abgebrochen, Schalthebel und so weiter. Und jetzt haben wir endlich einen gefunden und hoffen mal, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. So, ich bin da und da hinten steht das Auto und zwar dieses hier. Ich zeige es euch gleich mal. Die Besitzerin müsste auch gleich rauskommen. Und dann ist eine Deutsche, deshalb überweise ich ihr das Geld, sodass sie das Ganze sieht, weil ich jetzt hier nicht so viel Geld abheben kann. Und dann bekomme ich gleich die Schlüssel und dann geht's los. Ich sitze im Auto. Es geht los. Endlich. Wir sind jetzt gerade dabei, das Auto zu bepacken und es ist gar nicht so einfach, weil unsere Rucksäcke so groß sind. Und wir hoffen mal, dass wir alles unterkriegen, gell? Ja. Ja, wir kaufen vielleicht noch was fürs Dach, weil dann kann man echt gut was Dachträger unterbringen. Dachträger hat er ja. Brauchen wir noch eine Plane irgendwie zum Abdecken. Und ich habe voll den Sonnenbrand, das sieht man voll. Und ich auch auf der Nase. Wir sind jetzt erstmal in die Waschanlage gefahren, um hier eine gründliche Grundreinigung zu machen, weil es schon ein bisschen versifft, klar, wenn man da lange drin wohnt. Und ja, aber wir putzen das jetzt ordentlich und dann fühlen wir uns hier bestimmt auch sehr heimisch dann gleich. So, das Auto ist einigermaßen sauber. Naja, der Janina noch nicht genug.
Und ich würde mal sagen, nächster Stopp, IKEA. Wir haben jetzt gerade alles ausgeräumt, alles wieder eingeräumt und jetzt überhaupt erstmal gecheckt, was wir da überhaupt so mitgekauft haben. Und jetzt werden wir noch ein paar Sachen kaufen, die wir so brauchen. Ja. Und weiter geht's. Ein bisschen Heimat hier in der IKEA. Wir sind jetzt gerade in der IKEA. Und die Meinungen gehen doch stark auseinander, was wir jetzt noch brauchen. Während ich hier für eine schöne French Press Kanne war. Und ein bisschen fürs Wohnliche. Auch jetzt schon eine Kaffeemühle gekauft habe gerade. Ups, sorry. Das ist natürlich super notwendig. So dass wir auch weiterhin guten Kaffee hier haben, braucht die Janina neue Bettwäsche, die schöner aussieht. Und was wolltest du noch? Lichterkette. Lichterkette, damit es ein bisschen wohnlicher ist. Wir haben uns jetzt mal einen kleinen Campspot gesucht für die Nacht. Wir hoffen, dass wir hier stehen dürfen. Wir haben keine Ahnung, wie das hier ist. Wir haben über Wikicamps, die App, eigentlich nach einem kostenlosen Campingplatz gefunden. Jetzt sind wir hier auf einem Parkplatz gelandet. Von einem Campingplatz oder Campground. Keine Spur. Wir checken jetzt mal aus, was wir eigentlich so alles haben genau und bauen hier gerade unseren Tisch und unseren Gaskocher auf. Und dann werden wir unser Abendessen machen. Wir haben uns ein paar schöne Steaks gekauft und jo, da hauen wir jetzt mal rein. Das erste Mal kochen, ne? Hier in unserer Outdoor-Küche. Wir haben Glück, dass wir zwei Gasbrenner sogar haben. Einer, der war schon beim Verkauf vom Auto dabei. Und dann haben wir noch einen Typen kennengelernt bei uns im letzten Hostel. Der hat seinen Campervan zurückgegeben. Der hatte den gemietet und hat es sich auch eingekauft. Dann hat er uns den noch geschenkt. Jetzt haben wir zwei. Und da lässt sich schon ganz gut kochen. Ne? Gibt es heute gebratenen Kürbis mit Rindersteaks und Zucchini-Gemüse. Und ja, erstes Abendessen gleich unter freiem Himmel. Unser erstes Essen auf einem Platz, wo wir nicht wissen, ob wir überhaupt stehen dürfen. Das ist so aufregend, oh Gott. Ja, jetzt lassen wir es uns mal schmecken und ja, stoßen an. Wir haben uns Cider gekauft.